Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, wir werden heute leckere Speisen frittieren. Ob sie so lecker sind, das werden wir noch sehen. Unter anderem habe ich so ein, zwei nicht so leckere Sachen mit reingeholt. Die Michelle weiß. Yes. Fisch. Es ist Fisch. Ja, ich esse das nicht. Ja, wir haben hier die Fritteuse. Ja? Wir haben so eine Mini-Fritteuse, da müssen wir echt vorsichtig sein. Also Michelle. Michelle, du darfst nichts reinwerfen. Nur so als Sicherheitsvorsicht. Wieso macht es dann? Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt selber schon ein bisschen Angst. Ich würde mal sagen, ich zeige euch übrigens, was ich vorbereitet habe. Natürlich hier den Teig, in den wir die Sachen reintunken werden. Das ist ein Bierteig. Ich werde euch das Rezept bzw. die Zutaten unten in die Infobox reinschreiben. Da könnt ihr das auch nachmachen, falls ihr das möchtet. Machen wir Sushi als erstes. Michelle begeistert. Diese Sushis haben wir hier zur Auswahl. Hier mit Lachs und Kaviar rundherum und das mit Thunfisch. Du darfst dir eins aussuchen, welches wir frittieren werden. Ja. Die mit Thunfisch. Also, ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Mach mal hier vorsichtig auf. Michelle, du gehst immer so ein bisschen auf Sicherheitsabstand, ja, weil ich Angst habe. Also, ich nehme da so ein Ding hier. Meine Maske. Schön. Schaut aus wie so eine Schweißmaske. Okay, also das funktioniert schon mal sehr gut. So, ich würde mal sagen, so am Kopf weg, ich hab Angst. Nicht so reinwerfen soll. Okay. So. Autschi. Okay, ihr seht schon, sogar als Erwachsene kann man sich hier verletzen. Deswegen, Kinder, bitte macht das ja nicht zu Hause nach. Das schaut noch nicht fertig aus. So. Irgendwie sieht das wie ein Chicken Nugget aus. Das wird jetzt sicher furchtbar heiß sein. Oh. Ich will das nicht essen. Eins, zwei, drei. Kann ich das auf deinen Arsch spucken? Mhm. Ich will das nicht. Wir haben hier zwei Cheeseburger und ich bin gespannt, ob das da reingeht. Sollte sich aber ausgehen. Also kein mit deinem Cheeseburger? Ja, ja. Da ist Käse drin und ein Patty. Bin gespannt. So heißt das. Also das Fleisch aus Patty, bitteschön. Hörst du das? Ich hoffe, dass noch Teig überbleibt. Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Ja. Oh mein Gott. Schau dir das an. Oh mein Gott. Oh nein, das Brot. Bitte, Vorsicht, weg. Tschüss. Ey, das macht ja nicht. Das ist ja nicht so stark. Nein. Schau mal, wie das aussieht. So. Oder? Ah, ich hab's heute. Riecht nach Burger. In Frittenbude. Wollen wir den Burger rausholen? Was sagst du? Schauen wir mal, ob wir noch reinschauen. Hm? Sollen wir es wagen? Du hast einfach in den Burger reingestoßen. Naja, safety first. Unser Burger schaut einfach richtig fett, pervers, lecker aus. Schau mal, der Käse. Mmh. Schauen wir mal. Der Käse ist gar nicht geschmolzen, schau mal. Ah ja. Den hätte man, glaube ich, ruhig ein bisschen länger lassen können. Ich merke keinen Unterschied. Der ist noch kalt. Also er ist halt innen drinnen noch kalt, weil er halt aus dem Kühlschrank kommt. Irgendwie lecker, aber irgendwie auch komisch. Kalt. Also außen ist er ja richtig heiß und dann umso mehr man herumkaut, schön macht's genial. Als nächstes frittieren wir ein Eis. Auf das bin ich echt mega gespannt, ob das funktionieren wird. Was denkst du? Wird's schmelzen oder wird's klappen? Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil das ist ja irgendwie kalt und nass. Und ich weiß nicht, wie das so psch-mäßig. Darf ich einmal lecken? Nein. Das überhaupt nicht funktioniert. Dann muss man das in der Waffel nehmen. Nee, das geht schon. Der Teig bleibt sogar dran kleben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass dieses das Eis, das geht ab. Das funktioniert aber hier krass. Oh, es sprudelt jetzt.
Oh, ich glaube, die spielt da drinnen. Projekt Eis hat nicht funktioniert. War irgendwie, glaube ich, logisch, dass diese ganzen Flüssigkeit hier dahin schmelzen wird. Und ja, ich habe Angst gehabt, dass die Fritteuse uns wegschießt ins All. Deswegen ja, haben wir das Eis rausgeholt. Möchtest du das probieren? Ja. Schmeckt sicher seltsam. Also. Ja. Bitte schön. Und? Ich bin noch was. Und wie schmeckt so? Teig. Ja, voll an. Und? Gut? Noch ein bisschen Nutella drauf und es schmeckt gut. Es schmeckt jetzt nach was Süßen oder nach was Salzigen? Schmeckt nach Waffel mit so Vanille. Okay. Als nächstes werden wir Pizza frittieren. Auf das bin ich sowas von gespannt. Die Pizza ist nämlich noch eingefroren. Natürlich habe ich keine ganze Pizza nehmen können, deswegen habe ich kleine Mini-Pizzen genommen. Vielleicht ist es genauso lecker wie der Burger. Hoffe ich mal zumindest. Und das geht auch super. Dieser Teig ist wirklich super gut. Den kann man richtig gut verteilen. Pizza, let's go. Yummy, yummy. Mmh. Es duftet sehr gut. Ich bin super gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Pizzen, ob die dann jetzt noch roh sein werden oder ob die ein bisschen durchgegart. Vielleicht werden die wieder Burger schmecken. Innen kalt und außen warm. Dann wäre es ekelhaft. Wir blicken schon mal zu unseren Pizzas rein. Ich glaube, das ist schon fertig. Ja? Unsere Pizzen, ja, schauen so aus. Irgendwie schaut irgendwie alles gleich aus. Wenn man es da rausholt aus der Fritteuse oder bestellt, alles schaut gleich aus. Yummy. Mh, Teig wird irgendwie roh aus, oder? Das ist heiß. Also ich weiß nicht, die Pizza, ob die so lecker ist. So ein richtig platschiger, weicher Teig. Ich hab Angst, dass die Soße heiß ist. Das ist kalt. Diese richtig kalte Soße. Ich glaube, das ist nicht so gut wie erhofft. Das ist leider nicht so gut wie erhofft. Roher Teig, yummy. Ich würde sagen, die Sachen muss man am Anfang früher aufwärmen. Tiefgekühlte Pizza. Als nächstes werden wir. Ich habe hier eine Salzgurke. Und Babybell. Da bin ich gespannt. Ja, ich liebe Babybell. Was glaubt ihr? Schmilzt der Käse davon oder haben wir noch was zum Beißen? Ja, sicher werden wir noch was zum Beißen. Ah, sicher, wahrscheinlich müssen wir den auch früh aus. Ich würde sagen, diese Sachen, weil sie klein sind, machen wir zusammen, oder? Machst du einen auf und ich mache einen auf. Käselein Nummer 1. Dann Käselein Nummer 2. Bin echt gut dran. Und die Gürke. Die Gürke. Die Gürke. Und let's go! Ich hab Angst bei der Gurke. So, und rein damit. Ich hoffe, das zischt jetzt nicht wieder so wie beim. Warte, ich mach's. Das ist nicht wieder so wie beim Eistisch. Ja. Der Babybell ist noch da. Noch ganz. Ich glaube, dass es wahrscheinlich abhängig ist vom Teig. Wenn der Teig gut gemacht ist und er sich wirklich um den Käse komplett legt, dann funktioniert's. Und jetzt? Sollen wir es jetzt probieren? Schauen wir mal jetzt rein. Ja, kann man lassen. Ja. Da rein. Oh, es klebt. Schau mal, das sieht. Es klebt ein bisschen. Boah, ein bisschen. Ich hätte das so lustig, oder? Wie so ein Gesicht oder keine Ahnung. Oh, der Käse. Für mich schön. Sieht das. Oh, der Käse. Ich habe den Käse kaputt gemacht. Oh, ups, das klebt. Oh nein! Die Gurke sieht noch ganz aus, wenn man sie rausholt. Es ist schade, dass das da hängen bleibt. No. Das sieht aus wie ein Zehpferdchen, ne? Ja. Die Gurke, ja, hat ihre Panade verloren. Riech mal. Bleh. Riecht so ekelhaft. Okay. Das geht nicht. Das schmeckt einfach ekelhaft. Okay.
Ich bin auf den Käse gespannt. Michelle? Lecker. Hat's aus, ja, wie geschmolzener Käse. Das riecht nach gar nichts. Ja. Es ist ja Gouda. Ist Gouda, ja. Es schmeckt, als würde man Gummi essen. Der Babybell ist definitiv ein Reinfall. Also ich finde, hast du dir geschmeckt? Ich finde, der schmeckt einfach nach nichts. Bitteschön. Selchfleischknödel. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch kennt. Wahrscheinlich schon, ich hab oder? Das, ich habe das mal im Hühnergarten gegessen. Ja, ja. Wir in Österreich kennen das. Aber ich weiß nicht, ob sie die Deutschen auch kennen. Das ist auf jeden Fall ein Knödel. Wahrscheinlich kennen sie die Deutschen auch. Keine Ahnung. Aber es ist ein Knödel. Gefüllt mit Fleisch. Ja, mit Selchfleisch. Den müsste man eigentlich 15 Minuten kochen. Ja, egal. Wir ziehen hier einfach durch. Wir machen eins rein, oder? Ja, ja. Wenn wir das schaffen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieser komische Knödel schmecken wird. Wahrscheinlich gekocht und dann frittiert. Mega, mega, mua. Aber so? Ich glaube, der wird innen kalt sein und außen warm. Genau wie bei dem Burger und bei der Pizza. Ja, aber der wird wahrscheinlich sicher ekelhaft schmecken. Ich habe jetzt schon Angst. So, unser Knödel schaut ja recht gut aus, würde ich mal sagen. Optisch. Wir werden sehen, wie und was uns da drinnen erwartet. Ich habe ein bisschen Angst. Plus Fleisch. Oh, das ist noch richtig. Müssen wir das essen? Wow, das stinkt. Das ist so ekelhaft. Wir probieren ein mini kleines Babystück mit Panade. Okay. Die Hunde werden sich drüber freuen. So. Nachtisch haben wir uns eine leckere Banane aufbewahrt. Das ist sicher Sprudel. Mama! Ist es mir aus der Hand gefallen? So? Unsere Bananen! Sind festgeklebt. Das sieht aus wie diese Bälle. Squish? Nein, diese. Ja, ich weiß schon. Ah! Hast du das schon mal beim Chinesen gegessen? Nö, ich habe das nie gesehen. Gott, ich und der Papa essen das immer als Nachspeise. Ich hab's nicht gesehen. Hau. 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 Ah. Also wenn man es, glaube ich, gut auskühlen hat lassen, sehr lecker. Was hat euch davon oder was hat euch davon optisch am meisten angesprochen? Was würdet ihr auch essen? Schreibt es von unten in die Kommentare. Also mein Favorit war Sushi. Was war dein Favorit? Eigentlich Sushi bei mir definitiv Platz Nummer 1, kurz gefolgt von ein Burger. Deiner? Burger Sushi. Ja, fand ich auch gut, aber Sushi. Muah. Na gut, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!